Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Let's Play World of Tanks. Und heute schauen wir uns einen Panzer an, der eigentlich gefühlt jetzt so nicht immer im Fokus stünde, der T-34-85M. Aber dieser Panzer wird ab dem 7.7. in einem Marathon spielbar sein, so wie man es ja auch schon von dem ein oder anderen Panzer kannte. Zuletzt war es ja der T-25 Pilot, Entschuldigung. Und auf jeden Fall gibt es diesen dann auch. Was man genau erfüllen muss, ist leider noch unbekannt. Aber dementsprechend will man natürlich sehen, taugt der Panzer denn etwas? Für die Leute, die den Panzer schon haben, wird es wahrscheinlich wieder Credits als Kompensation geben. Also auch die können sich natürlich erspielen, ohne Frage. Ein sehr schönes Stück Panzer, muss man sagen. Die harten Fakten. Ihr seht, 144 Durchschlag mit 180 Schaden. Wenn die 144 nicht reichen, gibt es 190 mit Premium. 720 HP hat er. Also von dem her geht da schon ein bisschen was. Und hier ist er jetzt mal low tier. Also auch das ist natürlich jetzt dementsprechend spannender, als immer nur zu sehen, okay, er ist jetzt Top-Tier und bolzt jetzt alle weg. Sondern nein, was kann er denn als Low-Tier auch noch so reißen? So, jetzt ist er offen. Natürlich darf er es jetzt hier nicht übertreiben, weil klar, der Gegner, der weiß ganz genau, dass er da steht. Der KV-13 schaut auch schon in seine Richtung. Auto-Aim ist drin, zack. Oh, und er macht hier den mutigen Move und fährt hier wirklich drüber. Und jetzt bleibt er da auf den KV. Gott sei Dank hat der STA-2 nicht so ganz auf dem Schirm. Und hier kann er den jetzt erstmal wegnehmen. Jetzt merkt STA-2 erst, hoppala, scheiße. Da ist ja was von der Seite da, aber auch den konnten sie machen. Mutiger Schritt und jetzt kommt der VK rum und das ist jetzt in dem Augenblick komplett egal, weil der war einfach viel zu spät. Aber muss ich sagen, der Junge hat Cojones. Ich habe mir übrigens einfach ein Replay rausgesucht von What Replays, ohne da jetzt großartig zu schauen, ob mir da einer was eingeschickt hat, weil ganz ehrlich, es hat mir einfach keiner was eingeschickt. So oft wird der Panzer nämlich zurzeit nicht gespielt. Aber man kann auf jeden Fall dem Spieler hier nicht attestieren, dass er den Panzer langweilig nimmt. Und besonders als Low-Tier. Dazu gehört einiges. Gerade auch das bisschen Glück, den Super Pershing da so anzuzünden. So, man sieht auch, Auto-Aim funktioniert ganz gut. Und hier hat der Oho drüber gesetzt. Auch der Schuss hätte schon das Ende für ihn bedeutet. Also, muss ich sagen, Chapeau. Auch ein bisschen glücklich natürlich. MT-25 bounced an ihn. Arti verschießt. Gut, ist die FV-Arti, die muss auch einfach perfekt treffen. Jeder, der die mal gespielt hat, bei mir ist es nicht lange her, der weiß, FV-Arti kann so unglaublich nervig sein, aber sobald man sich ein bisschen bewegt, hat man sie auch praktisch schon gefühlt aus dem Spiel genommen. So, und jetzt gehen sie hier auf den Oho los. 2100 Damage hat er schon. Und auch hier schont er seinen Panzer nicht. Der wird einfach mal runtergesprungen. So, zack. T-34-1 weg. Und jetzt den Oho. Auch hier, der Fahrer einfach mal dran vorbei. Kein Problem. Jetzt mal hinten ins Heck. Mal schauen, was er da so kann. Nee. Oben auf dem Turm. Geht klar. Scorpion. Oder Scorpion in dem Fall. Bounced, oder schießt ihn da auch mal an. Wahnsinn. Der ist... Also ich habe, glaube ich, selten jemanden gesehen, der so kackendreist spielt. Und trotzdem noch lebt. Das ist ja wahnsinnig. 2700 Damage schon. Der scheißt sich einfach mal gar nichts. Ich wäre schon ewig und drei Tage tot. Der aber nicht. So, Scorpion kriegt auch nochmal einen rein. Hat ja noch 67 Hitpoints. Sind ja fast 10% von dem, was er ursprünglich hatte. Also von dem her, was soll's. Kein Problem. Macht da weiter. Der Gegner hat ja nur noch so nervige, so wie so ein KV-2. Ui. Der E25, die macht damit links weg. Scheiß drauf, er scheißt sich mal gar nichts. Auch der Scorpion denkt sich, alles klar, mach ich auf. Hol ich mir dafür wenigstens noch die Punkte. So, E25 zuletzt gesehen auf K8. KV-2 noch gar nicht, Uni auch nirgendwo. Also, da ist die Frage, wo sind die denn? Da hinten ist der UI, der hat ein bisschen gebeacht und der KV wird wahrscheinlich da auch irgendwo in der Nähe sein.
Und wie gesagt, in dem Fall, natürlich ist es eine besondere Runde. Das will ich jetzt gar nicht unterschlagen, aber trotzdem kann man an diesem Video schon so ein bisschen sehen, wie kommt der Panzer in Tritt, wie genau ist die Kanone, wie ist die Nachladezeit und so weiter und so fort. Und das ist ja immer so ein Thema. Snapshotten. Also von dem her, so mal, um sich so ein bisschen eine Meinung zu bilden. Und ganz ehrlich, wenn die Missionen leicht sind und ich fand sie beim Piloten wirklich jetzt nicht schwer zuletzt, dann ist das ein Panzer, den man sich gut erspielen kann. Wir reden ja hier von einem Tier 6 Panzer. Beim Pilot war es ein Tier 8 Premium Panzer. So, und jetzt ist er hier schon auch auf Premium umgestiegen und auch da werdet ihr am Ende die Credit-Ausbeute sehen, aber die kann sich auch sehen lassen. Klar, war eine sensationelle Runde als Low-Tier, aber trotzdem für einen 6er Premium, der bringt schon auch ein paar Credits ein. Anders kann man es nicht sagen. So, jetzt kommt hier der E25 rum und der, Wahnsinn, auch hier, normalerweise wäre er tot, in dem Fall aber egal, und der nimmt auch noch den raus. Ja, wahnsinnig geile Runde, kann man nicht anders sagen. Die macht Lust auf den Panzer. Das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich kann euch nur die Daumen drücken für gute und schöne Missionen beim Marathon und dass ihr die schnell lösen könnt. Bis bald, euer Alcaramba.